Historisch gesehen ist es tatsächlich höchst interessant, weil bis wir die neue Fiano und dieses Objekt hatten, glaube ich, ist es eine Zeit gewesen, circa 20 Jahre. Ich glaube, so Ende der 90er, Anfang 2000er wurde schon überlegt, dass wir neue Räumlichkeiten benötigen würden. Und da wurde lange gesucht. Und ich glaube, konkret dieses Objekt hier, das ist eine Vorplanung 5, 6 Jahre, dass es gedauert hat, bis man sich irgendwo einig war, bis wir mit dem Vermieter geschaut haben, passt es auch zu uns. Das hat, ich glaube, 5, 6 Jahre hat das gedauert. Ja, Fiale der Zukunft. Das ist, ich glaube, das ist nicht nur ein Konzept. Es ist ein Konzept, es ist ein Möbelkonzept, aber ich glaube, es ist auch eine Philosophie. Banking einfach anders darzustellen. Das einen anderen Weg zu gehen. Ne? Ich glaube, wir alle Banken, ob nun Haspa oder andere Banken mit einer anderen Farbe, wir bieten irgendwo Ähnliches bis Gleiches an. Aber der Inhalt, sprich, wie wir das Banking machen in der heutigen Zeit, das zu verbinden mit Nachbarschaft, mit der Regionalität, mit dem Menschlichen, die Nähe, ich glaube, das wird das Entscheidende auch für die Zukunft sein. Auch die zukünftigen Generationen in die Bank zu bekommen, das wird das Ziel sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Konzept dazu beitragen wird. Aber nicht nur das Konzept, sondern wir Menschen sind da auch der entscheidende Faktor. Das ist mittlerweile meine dritte Fial-Neueröffnung. Jede für sich war einzigartig. Ich habe vorher zwei in der Hafen City mit begleitet, Fial-Neueröffnung, und das ist jetzt die dritte hier im Buchholz. Das erste Highlight ist der Kontrast zu den alten Räumlichkeiten. Das ist nicht nur ein kleiner Unterschied, das sind wirklich Welten. Und es ist Welten und es ist sogar überwältigend, wenn man jeden Tag hier noch reinkommt. Diese Helligkeit, die Freundlichkeit, der Raum, das Raumgefühl, was da ist, das ist für mich ein Highlight. Weitere Highlights sind unser Künstler, Andreas Litzbar, der sich in zwei Räumen verewigt hat mit dem Graffiti. Allerdings auch der Raum, wo wir hier drin sitzen, die Holmer Mühle, die Größe, die Deckenhöhe, das Raumgefühl. Ja, das sind so einige der Highlights. Und wenn ich nicht aufhören würde, dann würden wir wahrscheinlich eine halbe Stunde hier sitzen, wenn ich weitere Highlights nennen würde. Wir sind für Sie da. Kommen Sie vorbei. Schaffen Sie sich Ihren eigenen Eindruck und genießen Sie die neuen Räumlichkeiten.